Tja, wenn ich jetzt wüsste, ist das der richtige Stein? Was ich jetzt brauche, ist eine, genau, Risikoanalyse. Das ist im Übrigen ein wichtiger Teil bei einer Gefährdungsbeurteilung. Also, was für ein Risiko gehe ich gerade hier ein? Um das herauszufinden, sollten wir erst einmal definieren, was Risiko überhaupt ist. Und man glaubt es kaum. Da gibt es eine Formel. Ganz vereinfacht gesagt, Risiko ist gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensschwere. Kann man praktisch in eine Tabelle eintragen. Hier oben kommt die Schadensschwere rein. Nämlich unbedeutend, gering, moderat, heftig und katastrophal. Hier an der Seite nehme ich die Eintrittswahrscheinlichkeit, also ziemlich sicher, oft, möglich, unwahrscheinlich und selten. Und jetzt fülle ich die Tabelle noch mit dem Risikoergebnis aus. Dazu verwende ich niedrig, moderat, hoch und extrem. Bleiben wir bei meinem Turm. Durch Entfernen dieses Holzklotzes kann der gesamte Turm einstürzen oder nicht. Basierend auf den Erfahrungen mit diesem Spiel kann man die Wahrscheinlichkeit von wird oder wird nicht als eine Chance von 50-50% einschätzen. Das wäre dann hier laut unserer Tabelle ein möglich. Die Konsequenz für mich ist nur moderat. Denn ich spiele ja nicht um Geld. Wenn ich diese mögliche Wahrscheinlichkeit mit einer moderaten Konsequenz kombiniere, kann das Risiko unter Verwendung der angegebenen Matrix als hoch tituliert werden. Die Risikobewertung zeigt uns, das ist nicht akzeptabel, auch wenn wir jetzt hier nicht um Geld spielen. Erstrebenswert ist ein geringes oder mäßiges Risiko. Unsere erste Risikobewertung führt uns zu dem Schluss, dass wir etwas ändern müssen. Da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich nehme lieber diesen Klotz. Oder ich helfe mir damit weiter. Und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will, diese Tabelle hilft uns nicht nur, das Risiko zu analysieren, sondern zeigt auch auf, ob wir etwas an der Situation ändern müssen. Mist! Bleiben Sie wachsam!